Schade, schade, aber der kommt. Ich bin überzeugt. Oh! Was ist das? Oh mein Gott. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Bei mir ist ein Special Guest, ein richtiger Promi der YouTube-Szene, Felix von der Freaky Girls. Auf geht's, Jungs. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch vor. Und zwar erkläre ich heute als Freestyle-Experten dem Felix gleich drei Freestyle-Tricks. Drei meiner Lieblingstricks lernt ihr heute. Und im nächsten Video, könnt ihr jetzt schon mal abonnieren, erklärt ihr mir dann zwei Tipps fürs 1 gegen 1 gegen Keeper. Auch interessant für euch, aber heute erstmal Freestyle-Tricks. Viel Spaß. Los geht's. Okay, ich habe jetzt drei Freestyle-Tricks für dich mitgebracht. Wir fangen mal bei den ersten zwei Tricks. Das ist eher was Simples. Okay. Und der letzte Trick wird dann noch ein bisschen schwieriger, dass du auch ein bisschen was Niveauvolles heute lernst. Oh Gott, oh Gott. Aber für das Selbstvertrauen fangen wir, wie gesagt, mit einem Basic-Trick an. Perfekt. Ist auch einer meiner Lieblingstricks. Und zwar nennt sich der Trick Slap. Und der sieht genau so aus. Okay. Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Mach nochmal, dass man ein bisschen einprägt. Also starker Fuß. Ja. Das ist ja der Ball, wo den Ball nach oben zieht. Okay. Gehst du einen schwachen Fuß nach unten zum Schwung holen. Ja. Wenn du hochziehst, springst du seitlich weg. Und ich fange den dann mit dem schwachen Fuß. Genau, also du fliegst den mit rechts hoch und schon gehst mit links weiter. Perfekt. Also mit den Fußzehen drückst du den Armschienbein entlang. Was würdest du sagen, ist das Schwierigste bei dem Trick? Ganz klar diesen Schwung. Also dass der Ball nicht wegflutscht. Genau, so, du darfst nicht so weit hinten, da fliegt er nach die Seite und hier rutscht er durch. Das heißt, du musst richtig zentral auf der Seite Fuß den Schwung holen und dann hast du ihn perfekt. Perfekt, ich bin gespannt, ich probiere mal. Okay, ich übernehme das Mikrofon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Versuche er braucht. Ja, das war genau dieser Fehler. Ja, das ist Wenn du zu weit vorne bist, rutscht der dann. Probier es doch erstmal langsamer. Genau, also geh langsam rüber. Wenn du drüben bist, gehst du erstmal nach unten. Genau, das ist schon besser. Wenn du auf der einen Seite bist, gehst du runter und dann holst du erst Schwung. Jetzt nicht in einer Bewegung, sondern gehst runter und dann erst Schwung holen. Okay. Dann hast du mehr Spielraum. Genau, das war so ist die Bewegung perfekt. Ja. Ja, das war schon sehr gut. Du musst nur aufpassen, wenn du ihn einklemmst, dass du ihn direkt zwischen den Knöcheln einklemmst. Genau, sonst rutscht er. Ja, perfekt. Das war schon gut. Ui, da ist er schon. Starkes Ding. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine Übungssache. Man muss sich dran gewöhnen. Vor allem mit langen Sachen ist das Ganze... Mit langen Sachen ist echt schwer. Der rutscht viel schneller weg. Ist sehr, sehr schwierig. Aber er schlägt sich doch schon mal sehr, sehr gut. Du hast dich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geschlagen. Boah, das ist echt nicht einfach, das ist unfassbar. Das sieht bei dir so einfach aus. Ist aber wirklich nur Übungssache. Ja, wirklich. Beim Freestyle kommt es auch darauf an, einen Style zu entwickeln und es geht nur durch Wiederholung. Ja, ich habe es jetzt 8-9 Mal gemacht und beim 9. Mal merkst du schon direkt eine Veränderung. Das ist geil. Das ist echt nice. Das macht Bock. Und jetzt kommen wir zum zweiten Trick. Das ist auch noch ein etwas leichterer Trick, dafür aber auch stylisch. Den benutzen auch viele Bundesliga-Profis, können den. Also natürlich nicht im Spiel, das bringt natürlich nichts. Aber ich zeig dir mal, was es sich handelt. Ball einklemmen und eine Round the World aus dem Knie heraus. Okay. Einklemmen nach oben. Und dann natürlich. Ball ist fest eingeklemmt, fester Stand, schulterbreit. Ja. Und beim Round the World ziehst du ihn quasi mit dem starken Fuß, machst du die Kreisung. Dabei ziehst du den Ball mit dem Knie nach oben, also den Oberschenkel entlang. Und du merkst, dass oben kannst du ihn fallen lassen. Punkt kreisen, leider schon. Mit dem starken Fuß wieder auffangen. Genau, richtig. Perfekt. Ich probiere. Bin gespannt, ob es nochmal so gut klappt wie gerade eben. Einklemmen. Wieder schwierig wahrscheinlich jetzt in der langen Hose. Kriegt er hin. Nice. Der Ansatz war schon da. Nice, als wäre es nichts für ihn. Vielleicht war es sogar zu einfach für dich. Man weiß es nicht. Aber man muss bestätigen. Nochmal nachlegen.
Nice. Okay, nochmal bestätigen. Stark. Vor allem der Style ist auch schon sehr gut. Nice. Komm, 3 von 3. Ja, oh, jetzt wieder Assisten. Okay, ganz starkes Ding. Aber er darf sich nicht zu früh freuen, denn jetzt in der letzten Runde kommt dann der schwierigste Trick und den seht ihr gleich. Okay, Leute, das hat ja schon mal sehr, sehr gut geklappt. Da hast du dich sehr, sehr gut geschlagen. Perfekt. Deshalb habe ich mir überlegt, wir hängen da schon den nächsten Trick dran, machen eine kleine Combo draus, so als Zusatz. Ist natürlich noch mal wesentlich schwieriger, aber du hast dich so gut geschlagen, deswegen dachte ich, versuchen wir das einfach mal. Ich bin gespannt, was dran gehängt wird. Kommen wir zum Sparenfuß, ganz entscheidend, der Hop the World, sozusagen der Round the World, ohne okay. Hochziehen, direkt ohne Berührung drüber. Okay, aber das Standbein bleibt stehen. Weil genau. Okay. Also quasi Around the World mit rechts, Ball auf Boden, nach oben spielen und dann Hop the World. Okay, top. Ball eingeklemmt. Ja. Around the World, Hop the World. Boah, krass, ey. Also ich glaube, das Schwierigste, den Trick kann ich nämlich beim Hochspringen. Das ist schwierig, du kannst fast nicht springen dabei jetzt. Eben, und deswegen, dass er stehen bleibt und dass ich das, meinen schwachen Fuß so hoch bekomme, ich bin gespannt. Ich versuche es nochmal, dass ich es bestätigen kann. Einklemmen, around the world, hop the world. Ja, einfach krass, Junge, wie das bei dir aussieht. Ich bin gespannt. Okay, also es ist wirklich nicht einfach, vor allem mit dem schwachen Fuß direkt. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wir können es ja mal probieren. Oh, knappes Ding, das war schon sehr, sehr gut. Das wird dann zu hektisch, weißt, wenn er in der Luft ist, versuche ich den so. Ja, eben, man muss ruhig bleiben, das ist es. Oh! Alter, was geht bei dir? Okay, ich glaube, wir müssen jetzt die Richtung wechseln. Und zwar bist du jetzt der Lehrer und nicht der Schüler. Okay, auch das hat überraschend gut geklappt. Ich muss sagen, ich habe mich persönlich echt schwerer getan. Ich bin voll überrascht. Also, stylisch auch, muss ich sagen. Es sieht sehr, sehr flüssig bei dir schon aus. Dankeschön, ich werde dran arbeiten. Also eigentlich ein Tool-Event. Aber nicht zu früh freuen, denn jetzt kommt der schwerste Trick aus dieser Reihe, und zwar der Tusani Around the World. Das ist in der Freestyle-Szene auf jeden Fall. Tusani heißt er? Tusani, genau, der Erfinder. Tusani. Heißt Tusani, also der hat einfach Tusani und Around the World gab's ja schon zusammengefügt, dadurch TATW abgekürzt. Auf jeden Fall ein Klassiker, nicht ganz einfach, der setzt sich nämlich aus zwei Tricks zusammen. Okay. Around the World und Crossover. Okay. Das sind zwei Tricks und zusammen sieht das dann genau so. Boah, der sieht so smooth aus, das ist unfassbar. Wichtig dabei ist jetzt, du machst einen Around the World. Ja. Wenn du am höchsten Punkt bist, fangst du an zu springen. Ja. Und beim Crossover ist das Entscheidendste, Fuß den anziehen. Wenn du den Fuß flach lässt, Ball fliegt nach vorne. Ja, du hast keine Wucht. Und wenn du richtig anziehst, lässt du wieder springen dann auch. Okay. Bin gespannt. Da musst du halt noch mit dem schwachen Fuß rumkommen. Genau. Also, du darfst auch nicht zu fest machen. Ja, du musst ja halt unter dem schwachen Fuß hin. Ja, genau. Also quasi ohne Ball, du machst über die Welt und springst dann über Kreuz. Das ist klar, ich verstehe. Nochmal. Okay. Habe ich verstanden? Ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt. Wenn es nochmal klappt, dann kriege ich echt Angst, muss ich sagen. Okay, Versuch Nummer uno. Ja, Around the World ist schon mal da. Ah, fast. Also du musst früh abspringen noch. Früher noch? Ja, genau. Also hast du zwei Bewegungen. Das ist am Anfang so schwierig, da im Kopf bei allem zu bleiben. Ja. Quasi am höchsten Punkt holst du schon Schwung. Ja, das war schon mal, die Bewegung war hier schon mal perfekt. Jetzt musst du nur noch Ball treffen, dann ist der Trick schon da. Oh, was? Der war stark. Du hast jetzt auch nur gemerkt, du warst ein bisschen zu schnell. Dadurch war der Ball noch gar nicht unten. Bin ich jetzt zu früh? Ja, du bist so schnell. Also lass dir beim Around the World Zeit, smoothe Bewegung und oberste... Also wenn du... kurz über dem Ball bist, merkst du jetzt geht er wieder runter, dann springst du. Das ist noch für den Zeitloop. Ja,
Seite. Alles klar. Okay, jetzt ist dein Turn. Okay. Mit Ansage. Schade, schade, aber der kommt. Ich bin überzeugt. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Aber ich finde, man sieht die Verbesserung schon so schnell. Also, der kommt jetzt. Dazu setze ich mich jetzt hin. Digga! Ey Junge, das freut mich so, das ist so geil, das ist so ein geiles Gefühl, ne? Aber was gibt denn ab? Also, folgt mal Felix Freestyle auf Instagram. Alter Schwede, haut der dir alle drei Tricks raus. Und nochmal, ich fass es nicht! Das soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein. Ich muss sagen, du hast dich sehr, sehr gut angestellt, überraschend gut. Der Druck ist jetzt natürlich auf meiner Seite, was das nächste Show angeht. Aber was nimmst du heute von dem Video mit? Auf jeden Fall, dass Freestyle voll dein Ding ist, nicht so einfach ist, wie es immer aussieht. Aber auf jeden Fall eine Sache ist, die man sich aneignen kann und die ultra Spaß macht. Wo man aber auch nicht die Geduld verlieren darf und einfach weitermachen muss. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Danke dir für das Tutorial. Danke, dass du hier bist. Ja, schaut mal auf dem nächsten Video vorbei, wie er sich eins gegen eins gegen den Keeper. Ich hab echt schon Angst, weil so gut wie Felix sich geschlagen hat, muss ich es erstmal hinbekommen. Aber wie gesagt, das seht ihr dann im nächsten Video. Deswegen nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir sind raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.